Die Genehmigungen in Team Sky haben für mich nicht immer die benötigten Felder. Kann ich da eigene Vorlagen bauen? Zum Beispiel für die Reisekostenrückerstattung? Geht sowas? Die Vorlagen in Teams sind natürlich da. Man muss nur als Administrator das Ganze machen, denn normaler Anwender kann das nicht. Wenn du in der linken Navigation auf die drei Punkte gehst und dort die Schaltfläche Genehmigungen auswählst, kommst du in die Standardgenehmigungen von Microsoft Teams. Wenn du oben auf neue Genehmigungsanforderungen klicken würdest, kommt so ein Standardantrag. Wenn der dir aber nicht genügt, kann man auch Vorlagen benutzen oder auch Vorlagen neu anlegen, indem man nebendran auf die drei Punkte klickt und dort sagt Vorlagen verwalten. Auf neue Vorlage klicken und kannst aus einem Pool von Vorlagen auswählen und dort gibt es schon eine Reisekostenrückerstattung. Falls du andere Felder benötigst, kannst du jederzeit unten auswählen, von Grund auf neu erstellen. Die Basis dafür ist immer Microsoft Forms, sodass wer sich mit Forms auskennt, das sehr schnell machen kann. Wir wählen jetzt einfach mal die Rückerstattung und jetzt siehst du eine Vorschau und klickst unten auf Weiter. So, jetzt musst du festlegen, wo dieses Formular gelten soll. Du kannst jetzt sagen, für die ganze Organisation oder teamweit oder nur für bestimmte Personen. Und jetzt gibt es hier ein Team, wo das gelten soll. Das ist das Approvals App Admin Team und sagst fertig. Und jetzt kommst du in den Dialog rein, wo du dieses Formular anpassen kannst. Das heißt, wenn du jetzt hier auf Weiter gehst, kommst du in den sogenannten Formularentwurf rein und kannst dort die Fragen verändern, Antworten vorgeben, so wie du es eben aus Forms heraus kennst, ganz einfach. Und wenn du das alles gemacht hast, angepasst hast, klickt man auf Weiter und kann dann noch festlegen, ob eine Dateianlage erforderlich ist, also wenn irgendwie ein Word-Dokument oder eine PDF mit dran gehängt werden soll. Man könnte schon vorgeben, wer das Ganze genehmigen soll und auch welche Arten von Antworten vorgegeben sind, ob genehmigen oder ablehnen. Oder eben andere Bezeichnungen wie Ja und Nein. Wenn du damit durch bist, klickst du oben nochmal auf Vorschau, siehst das Formular jetzt, wie es wirklich ausschaut, so wie du es angepasst hast, kannst unten sagen Veröffentlichen und diese Vorlage wird jetzt dementsprechend aktiviert. Wenn du oben auf das X gehst, neben Vorlagenverwaltung und jetzt nochmal ein neues Genehmigungsverfahren startest und nun neben Neue Anforderungen auf die Vorlagen klickst, siehst du die Vorlagen, die hinterlegt sind. Momentan siehst du die organisationsweiten Vorlagen. Wenn du jetzt auf das Auswahldialog gehst, gehst auf das passende Team und siehst dort die Sachen, die dort hinten dran gelegt sind, nämlich die Rückerstattung. Klickst drauf und schon wird der dementsprechende Dialog gestartet, die Genehmigungsverfahren aktiviert und das Ganze ist durch.